Konfuzei, ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ihr ist wieder eure Josie mit einer Fortsetzungsfolge vom realen Irrsinn. Ja, Minato Namikaze hatte mir zwei Videos vorgeschlagen, die thematisch zusammengepasst haben. Das erste Video haben wir schon zusammen geguckt auf Twitch und hochgeladen dürfte es auch schon sein. Also einfach mal in der Playlist gucken, da dürfte es schon drin sein. Solltet ihr euch angeguckt haben, damit ihr jetzt versteht, worum es hier in dem zweiten Teil geht. Es geht um einen Bahnsteig in Bad Bentheim. Der ist zu hoch für das Bahnhofsgebäude. Ich denke aber mal, wir kriegen am Anfang wieder eine kleine Zusammenfassung. Und das Video ist zeitlich gesehen ein Jahr später zum ersten Teil. Erstmal natürlich ein Danke von mir auch an den Minato für den Vorschlag. Ich hoffe, das zweite Video ist genauso lustig, wie das erste war. Und kleiner Hinweis noch als Disclaimer. Dauerwerbesendung steht da oben, weil es sein kann, dass ich bewusst, unbewusst Werbung mache oder bewusst, unbewusst Werbung seht. Und da schütze ich mich ein bisschen mit vor entsprechenden Ansprüchen. Genau. Aber wir starten jetzt mal rein, gehen rüber in den Live-Bereich und schauen uns an. Hier seht ihr es auch schon, realer Irrsinn nachgehakt, Bentheimer Bahnhof immer noch versperrt. Und das ein Jahr später. Ja, ja, ich habe ja schon gesagt, beim ersten Video. Ich bin mal gespannt, wie lange sie brauchen, das Bahnhofsgebäude anzuheben. Oder auf andere Ideen zu kommen. Ich hatte ja zwei Stück in dem Video genannt gehabt. Erstens, wir drehen die Türen rum, dass sie nach innen aufgehen. Ist zwar brandschutzmäßig und sicherheitsmäßig nicht unbedingt das Wahre, aber immerhin eine Möglichkeit. Zweitens, wir machen am Bahnsteig Rampen dran, wo die Türen sind, damit die Leute rein und rauskommen und das barrierefrei, weil der Bahnhof sollte ja barrierefrei werden, genau. Aber wir schauen uns mal an, was daraus geworden ist und was für Ausreden kommen, warum das so nicht funktioniert, wie es funktionieren soll. Also rein. Der Bad Bentheimer Bahnhof steht jetzt wieder im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, sogar mit, denn man hat hier Großes vor. Wow, sogar mit Presse und Kamera und Fernsehen. Hey, das ist genial. Was haben wir denn da für Kameras? Das da hinten dürfte eine Fuji sein und das hier vorne ist eine Nikon. Und der Herr da hinten dürfte eine Sony haben. Warum hat eigentlich kein Mensch eine Panasonic? Ich finde die Kamera von Panasonic gar nicht so schlecht. Ja, genau. Das Schmuckstück soll noch schöner werden. Noch schöner? Ich dachte, ihr wollt den anheben. Was hat das mit der Schönheit zu tun? Ihr sollt den anheben, damit die Leute nicht mehr durchs Fenster klettern müssen. Dieser Bahnhof soll ein sehr, sehr schöner, wenn nicht der schönste Regionalbahnhof. Ja. Mir stellt immer noch die Frage, schön ist ja schön, dass er schön werden soll. Und wenn er der schönste Regionalbahnhof wird, den die Gegend hat, auch nicht schlecht. Aber die Leute müssen immer noch durchs Fenster. Auf Deutschlands werden. Wenn nicht gar der schönste Regionalbahnhof der Welt. Doch bislang hat Bad Bentheims Bahnhof zwar nach wie vor einen barrierefreien Bahnsteig, aber eine Barriere vor der Eingangstür. Ja, das Lustige ist, man kommt weder rein noch raus, weil die Türen gehen nach außen auf. Ein Schelm, der Böses denkt, dass da jemand nicht nachgedacht hat, als er das Ding geplant hat. Für diejenigen, die das vorhergehende Video nicht gesehen haben, für den Bahnsteig ist die Deutsche Bahn verantwortlich. Für das Gebäude der regionale Eisenbahnerverband. Deswegen, das ist mal wieder ein typisch deutsches Problem. Zwei Unternehmen sind für eine dieselbe Sache verantwortlich, setzen sich aber nicht zusammen an einen Tisch, um darüber zu reden und ihre Pläne abzugleichen, dass etwas funktioniert. Und man muss leider immer wieder sagen, die Deutsche Bahn ist da irgendwie Vorreiter bei. Fällt mir auch ein bei der Deutschen Telekom. Und so weiter. Das ist immer noch ein echter Hingucker. Hey, cool. Das ja, war eine Canon übrigens. Das ist witzig. Ja, ja, das ist echt witzig. Wie kann man sowas bauen? Ja, weil man nicht nachdenkt. Deswegen kann man sowas bauen. Weil jemand, der nachdenken würde und sein Hirn vor der Arbeit einschaltet, der würde darauf kommen, dass das so, wie sie das da geplant haben, nicht funktionieren kann. Schön, das mal so zu sehen. Ich dachte, das hätte sich schon geändert. Nein, das hat sich noch nicht geändert. Ja, und das Ganze hat sich in einem Jahr nicht geändert. Nein, aber jetzt wird wichtig, dass der Bahnhof verschönert wird. Genau. Vielleicht kann man ja damit über den Fehler hinwegtäuschen. Die Türen sind auch nach einem Jahr immer noch zu, aber die Uhren gehen in Bad Bentheim nun mal anders. Und auch die...
Hey, Moment, das muss ich jetzt sehen. Das ist geil. Hey, guckt euch das mal an. Das sind Bahnhofsuhren. Die sind rein theoretisch, sind die geeicht. Die werden von einer Hauptuhr gesteuert. Auf der einen Uhr haben wir es 22:30 und auf der anderen Uhr 21:45. Ja, wann denn jetzt nun? Kommt immer darauf an, auf welcher Seite man steht oder was? Oder wie groß ist dieser Bahnhof, dass er über zwei Zeitzonen geht? Obwohl, das passt auch nicht, da müsste es ja da 22:30 sein. Obwohl, nee, stimmt, es wandert ja. Hey, das ist interessant. Schatz, wir müssen unbedingt mal nach Bad Bentheim. Das muss ich mir angucken. Die Besucher gehen hier anders als an anderen Bahnhöfen. Statt durchs Bahnhofsgebäude geht es immer noch außenrum. Will man zum Bahnsteig, du kriegst die Tür nicht zu. Nein, die Tür nicht auf. Falsch, du kriegst die Tür nicht auf. Ich weiß, das wirst du jetzt gleich auch sagen, aber du kriegst die Tür nicht auf. Ja, genau. Auf. Wir wollen zum Mond hin und wollen zum Mars und kriegen sowas nicht hin. Das sind keine Ingenieurs hier. Das sind doch schon Ingenieure da, aber die Architekten haben keine Ahnung von ihrer Planungsarbeit. Nein, in Bentheim. Aber wer braucht doch Ingenieure, wenn er visionäre Tourismuspolitik betreibt? Genau, kommen Sie nach Bad Bentheim. Hier kriegen Sie schon vor der Bahnfahrt Sport angeboten. Entweder Turnen durch das Fenster oder Wandern um den Bahnhof, je nachdem, was sie lieber machen möchten. Der Bahnhof wurde dank seines offenen Fensters zur Berühmtheit und das international. Wow! Drei hatte da ja sehr lustig drüber berichtet. Wir sind nicht von hier, wir sind aus der Schweiz. Wow, aus der Schweiz kommt die extra zu uns, um sich solche architektonische Meisterwerke anzusehen. Und habt das schon in der Zeitung gelesen? Ja, die Geschichte ging um die Welt. Ja, ja. Während hier die Fernsehteams sich die Klinke in die Hand gaben, kamen Menschen nicht für die Burg oder das Bad, sondern sie kamen für das Bahnhofsfenster. Das war ja, immerhin. Hey, das kann nicht jeder von sich sagen. Schatz, da muss ich nachgucken. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich gucke daher mal nach, wo das ist. Ja, genau. Toll, wir möchten das auch mal sehen, sagten sie. Extra 3 hat sich da wirklich bleibende Verdienste erworben. Ja, ja, und wir sehen, sie sind schon ein zweites Mal da gewesen, haben sich das angeguckt. Das finde ich gar nicht mal schlecht. Ja, das war toll. Das Fenster zum Bahnsteig, ein Sympathieträger und Imageförderer für die Stadt. Doch das Fenster ist jetzt für immer verriegelt. Und wie kommen die Leute jetzt aus dem Bahnhofsgebäude auf den Bahnsteig? Also das ist ja hier schlecht durchdacht. Und das nur, weil sie den Bahnhof verschönern wollen. Ja, ja, seht ihr mal. So funktioniert das. Wird sich nie wieder öffnen. Stattdessen wird der Boden im Inneren angehoben. Aber vergessen wird man das prominente Fenster natürlich nie. Dieses Fenster hat einen so hohen Bekanntheitsgrad erlangt. Weltweit kann man ja sagen, dass wir das Fenster hier in der Wartehalle erhalten. Und man wird auch den ein oder anderen Bericht aus dem Ausland dann hier immer noch mal lesen können. Also auch die werden wir dazu hängen, damit man weiß, hier in Bentheim hängt das berühmteste Bahnhofsfenster in Deutschland. Moment. nicht ihr Ernst. Ey, dann habe ich noch einen Vorschlag von meiner Seite. Ich weiß, es kommt vielleicht jetzt ein bisschen spät, weil das Ding ist ja schon 5 Jahre alt. Aber wer mit einer kleinen Plakette, dies ist das berühmteste Fenster Deutschlands in einem Bahnhof. Es wurde lange Zeit genutzt, um auf den Bahnsteig zu kommen, weil wir es nicht geschafft haben, die Türen rechtzeitig anzuheben. Okay, ich meine nur. Vor allen Dingen, es reicht ja nicht nur, dass sie den Boden anheben, sie müssen ja noch die Türen anheben. Gut, okay, das werden sie machen, aber dann müssen sie ja oben am Bahnhof ja auch wieder was raushauen. Also die Türen sind ja auch mit einem bestimmten Grund. Oder machen sie die Türen einfach 40 cm kleiner. Dann sind das eben keine 2 Meter Türen, sondern nur noch 1,60 Meter Türen. Dann müssen alle die Größe in die Köpfe einziehen. Also kommen Sie nach Bad Bentheim, wo eine Fehlplanung zum Touristenhit wird. Ach, ja. Ja, du aber dann auch. Ja, genau. nochmal, Minato und Namikaze, Dankeschön für diese beiden tollen Videos, die natürlich ja zusammengehören und entsprechend natürlich auch hintereinander weg an 2 Tagen
hochgeladen werden, also mittwochs und freitags. Das erste könnt ihr am Mittwoch sehen, das zweite am Freitag. Allerdings jetzt nicht in der kommenden Woche, sondern das werden 2-3 Wochen dauern, weil ich habe immer ein bisschen Vorlauf. Aber Dankeschön für die Vorschläge. Und wenn du das siehst und weitere Vorschläge dieser Art hast, gerne weiter unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Wie gesagt, der Schilly macht das ja auch regelmäßig. Bei dem geht es dann nächste Woche weiter. Da habe ich noch ein paar Videos. Ansonsten fand ich es toll zu sehen, wie sich mal sowas entwickelt. Nämlich gar nicht irgendwie, sondern es braucht. Und das zeigt wieder, dass die Bürokratie in Deutschland sehr langsam und gemütlich ist. Entschuldigung, das war jetzt absichtlich. So, genau. Ja, ich weiß, ich müsste auch den Kopf einziehen. Ich bin halt 1,70 Meter groß. Nein, 1,74 Meter, um genau zu sein. Gut. Aber wenn euch das Video gefallen hat und ihr es schön fandet, wie ich mich da so ein bisschen drüber aufgeregt und lustig gemacht habe, ein Däumchen hoch würde mich freuen. Abo und Glöckchen wäre auch nett. Da unten, damit ihr das findet, zeige ich euch das jetzt mal hier. Und zwar, hier ist der Abo-Button. Das ist jetzt natürlich bei den Kollegen von Extra 3. Bei mir ist der aber auf dem Videokanal von YouTube genau auf an derselben Stelle. Und hier habt ihr ein Like. Da könnt ihr draufklicken. Genau. Jetzt mal gerade kurz was trinken. So. Und wenn ihr den Kollegen von Extra 3 auch ein Like da und ein Abo da lassen wollt, unten in der Videobeschreibung ist der Originallink verlinkt. Und ja, da könnt ihr hingehen, euch das nochmal angucken vielleicht oder zumindest ein Like und da lassen, damit die Kollegen sich auch darüber freuen. Entschuldigung. Mir bleibt jetzt sozusagen, wenn ihr noch Anregungen, Kritik, Vorschläge, hatte ich ja gerade eben schon, habt oder sonst irgendwas habt, was ihr zu dem Kanal loswerden wollt, unten in die Kommentare damit. Ich reagiere auf jeden Kommentar. Und für diese Woche bleibt mir dann einzig und allein nur noch zu sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, eure Josie.